habe ein Rätsel. Spiel ihr mit? Ihr müsst einfach herausfinden, was ich bin. Also, ich bin eine sehr bekannte Süßigkeit. Ich bin ein Tier. Ich kann rot, grün oder gelb sein. Ich bin aus Speisegelatin. Hans Regel hat mich in 1920 in Bonn erfunden. Wisst ihr jetzt, was ich bin? Ich bin das Gummibärchen. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Versuch mal. Igitt, es ist widerlich. Was ist das? Es ist Tee. Aber er ist unverdünnt. Hast du keinen Teebeutel benutzt? Was ist das? Adolf Rombold erfand der Teebeutel in 1929, damit der Tee ranbleibt. Hier, das ist ein Teebeutel. Du Dummkopf. Ach so. Guten Tag. Wir werden ein kleines Spiel machen. Ich werde euch einige Fragen stellen, okay? Und ihr ratet, um was es sich handelt. Also, es hält zurück, aber es lässt durchschicken. Es kann weiß oder braun sein. Es ist sehr nützlich. Ich benutze diesen Gegenstand jeden Morgen. Immer noch nicht geraten. Ich wurde in 1908 von einer gewissen Meta Benz erfunden, die mit Hilfe eines Loschpapier auf die Idee kam. Wisst ihr jetzt, was ich bin? Ich bin ein Kaffeefilter. Ich habe solche Kopfschmerzen. Also wirklich weh? Ja, was soll ich bloß tun? Ich weiß, ich gebe dir Aspirin. Aber was ist das? Das ist ein weißes Puder oder eine Tablette. Felix Hoffmann hat dieses Medikament in 1897 entdeckt. Hier. In einigen Minuten hast du keine Kopfschmerzen mehr. Danke. Bitte. Ja, mit einem Dieselmotor. Was ist das für ein Motor? Weißt du nicht, wer Diesel war? Nein. Rudolf Diesel erfand diesen Motor in 1893. Mit diesem Motor verbrauchst du weniger und schonst die Kurven. Ach so? Außerdem springt er schneller an. Wusste ich nicht. Tschüss. Tschüss. Fahr vorsichtig. Hi Tim, sieh, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Was ist das denn? Das, mein Tim, das ist eine Mundorgel. Das soll eine Orgel sein? Nein, das war nur ein Scherz. Die Mundorgel ist ein Vorfahren des heutigen Mundharmonikas. Ach so. Eigentlich erfand Christian Boschmann dieses Instrument in 1821. Aber solch ein Instrument gab es schon 3000 Jahre vor Jesus Christus in China. Wow, unglaublich! Und kannst du spielen? Ich werde es versuchen. Hallo, Frau Doktor. Hallo, nehmen Sie Platz bitte. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne Infos über die Pille. Ja, natürlich. Die Pille ist ein Verhütungsmittel. Gibt es die Pille schon lange? Nein, das deutsche Labor Schering AG hat die Pille erfunden. Sie wurde zum ersten Mal in 1956 in Deutschland vermarktet und erst 1967 in Frankreich. Okay, danke für die Info. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Guten Tag, ich bin ein Fußballfan und hier.
Ich bin gut im Fußball. Aber warum? Weil ich stark und klug bin? Aber nein, es ist, weil ich das hier habe. Und mit Schraubstollenschuhe rutsche ich nicht. Wisst ihr, dass diese Erfindung aus Deutschland stammt? Adolf Dassler hat sie während der Fußballweltmeisterschaft in 1935 in Bern erfunden. Tschüss! Autsch, autsch, es tut weh. Ich weiß, du musst eine Röntgenaufnahme machen. Was ist das? Wilhelm Röntgen, ein deutscher Physiker, in 1895 hat die X-Strahlen entdeckt. Und? Mit diesen X-Strahlen kann man in deinen Knöcheln sehen. Schau mal, das ist eine Röntgenaufnahme. Ah, okay. Dankeschön. Hallo, hallo. Hallo, ich höre Musik. Du kannst Musik mit einem Apparat ohne Strom hören? Ja, es ist ein Walkman. In diesem Walkman kannst du eine Kassette reintun. Tolle Idee. Andreas Pavel, ein Deutscher, hat daran in 1977 gedacht. Das ist aber schon lange her. Ja, jetzt findest du den Walkman in dem Handy. Das Walkman hat MP3, MP4, iPod, Erfolg gebracht. Das ist praktisch, danke Andreas Pavel.